Woran denkst du? An Paula. Ich glaube, sie ist die Einzige, die mit der Situation im Moment zufrieden ist. Glaubst du? Sie wird ständig zwischen Gutshaus und hier hin und her gereicht. Naja. Sie pickt sich überall das Beste raus. Vor nicht allzu langer Zeit hast du jede freie Minute darum gekämpft, dass sie hier sein darf. Naja, da ging es um das Sorgerecht. Darum muss ich jetzt nicht mehr kämpfen. Paula ist im Gutshaus bei ihrem Vater und sie hat da gleich zwei Großmütter, die sich um sie kümmern. Annabelle von Beiden und Helena Bernstein? Helena hat ihr ein paar Schlittschuhe gekauft und ist mit ihr zur Eisbahn gefahren. Ich nehme an, Max war auch dabei. Paula war ganz aufgeregt. Ja, wenn Super Daddy mit ihr auf die Eisbahn geht? Ben. Schon gut. Ich hoffe. Wenn wir beide was mit Paula unternehmen, dann ist sie auch glücklich. Weißt du was? Als das mit uns beiden anfing, da hatte ich zum ersten Mal das wunderbare Gefühl, dass ich eine Familie haben möchte. Mit dir zusammen. Und das Tolle war, dass es Paula schon gab. Wir waren eine Familie. Wir sind eine Familie. Wir waren eine Familie. Bis Max wieder aufgetaucht ist. Plötzlich habe ich das Gefühl, dass ich ständig gegen eine Wand laufe. Das tust du nicht. Doch. Machen wir uns nichts vor. Wenn ihr drei zusammen seid, dann stehe ich außen vor. Egal, wer mit wem zusammen wohnt, so ist es nun mal.